Mein Name ist Holger Liere. Ich bin Professor für theoretische Philosophie und Philosophie des Geistes an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg. Ich bin in Magdeburg zuständig für den Studiengang Philosophie, Neurowissenschaften, Kognition. Der Studiengang ist in dieser Kombination, Philosophie mit Neurowissenschaften zu kombinieren, in Deutschland einzigartig. Und infolgedessen sind eigentlich auch meine Interessensschwerpunkte und Forschungsschwerpunkte in diesem Bereich angesiedelt. Ich vermute, dass diejenigen fachlichen Beiträge, die von mir am stärksten wahrgenommen wurden und immer noch werden, meine Beiträge im Bereich der Philosophie der modernen Physik sind, und zwar spezifisch Grundlagenfragen in sogenannten Eichtheorien oder bezüglich Eichsymmetrien. Das ist tatsächlich eine der tragenden Säulen der modernen Physik, ist aber außerhalb der physikalischen Fachkreise ein Terminus, der nicht bekannt ist. Der Ausdruck Eichtheorie deutet ein bisschen darauf hin, dass dasjenige, was man da behandelt, eine Größe ist, die von einer Konvention, einer Eichung, abhängt. Am einfachsten würde man es dadurch charakterisieren, dass hier die physikalischen fundamentalen Wechselwirkungen durch lokale Symmetrieforderungen charakterisiert werden. Das heißt, eine Symmetrie, die man nicht auf die Raumzeit als Ganze oder die Welt als Ganze anwendet, sondern an jedem Raumzeitpunkt fordert. Das etwas Merkwürdige daran ist, dass diese Größen, die da transformiert werden oder in den Symmetrien zusammenhängen, vordergründig so aussehen wie Größen, die eher redundante Beschreibungsfreiheitsgrade sind, ähnlich wie Koordinaten oder Koordinatentransformationen. Und doch gründen fundamentale physikalische Prinzipien auf diesen Forderungen. Und heute charakterisiert man alle Wechselwirkungen in der Physik. Die drei Wechselwirkungen, die man als Quantenfeldtheorien beschreiben kann, und auch die Gravitation in der Relativitätstheorie kann man als Eichtheorie konstruieren. Und das etwas Kuriose ist dann, dass man sich fragen mag, wie kann es sein, dass solide, robuste, vielleicht die wichtigsten physikalischen Prinzipien auf Symmetrieforderungen ruhen, die eigentlich nur so etwas wie Koordinatenfreiheiten beschreiben. Das ist für sich interessant. Diese Symmetrien, die da erfasst werden, kann man natürlich auch als Strukturen bezeichnen. Das heißt, die Physik charakterisiert ihre Gegenstände strukturell, insofern sie über Symmetrien charakterisiert. Und das habe ich verbunden mit einem philosophischen Thema, nämlich der Fragestellung des Strukturenrealismus. Unter einer Struktur versteht man so etwas wie das relationale Gefüge von Objekten, die dann aber nur definiert sind bis auf die Relationen, in denen diese Objekte stehen. Strukturenrealismus ist eine moderate Variante eines wissenschaftlichen Realismus, also einer Position, in der ausbuchstabiert werden soll, was uns die Wissenschaft über die Welt sagt, typischerweise auch über den nicht beobachtbaren Teil der Welt. Ja, möglicherweise werden durch diese Art von Symmetrieforderungen im Wesentlichen die strukturellen Eigenschaften des fundamentalen Levels erfasst. Und vielleicht ist auch nicht mehr als das auf dem fundamentalen Level tatsächlich existent. Wenn man diese letztere Position vertritt, dann ist man ein ontischer Strukturenrealist, und eine solche Position bezüglich der fundamentalen Symmetrien im Standardmodell vertrete ich. Wir sind nicht der Meinung, dass wir unbedingt eine Chance haben, herauszufinden, was die Dinge in ihrer intrinsischen Natur eigentlich sind, aber das relationale Gefüge, die Struktur, darüber geben uns moderne Theorien, nicht nur in der Physik, sondern auch möglicherweise in den Kognitions- und Neurowissenschaften, Auskunft. Manche nehmen mich wahrscheinlich immer noch vornehmlich als Philosoph der Physik wahr. Das hat sich aber gewandelt. Man kann sagen, meine Laufbahn hat so zwei Teile. In der ersten Hälfte, die ersten 10, 15 Jahre, habe ich tatsächlich ganz solide Philosophie der Physik gemacht.
Und in der zweiten Hälfte, jetzt so die letzten 10, 15 Jahre, habe ich doch deutlich geschwenkt auf Wissenschaftstheorie der kognitiven Neurowissenschaften und Philosophie des Geistes. Ich habe insofern ein bisschen über Reduktionismus, mehr aber noch über Multirealisierbarkeit gearbeitet. Die Idee, dass wenn es zur Erfassung des Wesens von mentalen Eigenschaften nicht auf den Substanzgehalt, also die physikalische Realisierung ankommt, dann ist das ein Problem für denjenigen, der reduzieren möchte auf diese Art von Basis. Ich würde denken, dass das ein Kurzschluss ist, dass das falsch ist, weil sich doch zeigt, dass Fälle von Multirealisierung dann doch so geartet sind, dass die verschiedenen Realisierer, wiewohl zunächst vordergründig möglicherweise different, aber doch gemeinsame Eigenschaften teilen. Das könnten zum Teil nur relationale Eigenschaften sein, sodass es mehr eine strukturelle Gemeinsamkeit ist. Und auch hier spielt dann interessanterweise das Motiv von Struktur eine wichtige Rolle, um mit einer solchen Frage wie der Frage der Multirealisierbarkeit umzugehen. Extended Cognition ist so eine etwas ambitiöse These, die darin besteht, zu behaupten, dass wir buchstäblich nicht nur mit demjenigen, was in unserem Kopf ist und vorgeht, denken, sondern dass buchstäblich der Geist auf die Welt ausgreift und sich der Umgebung des Environments bedient. Als Figur zur Erklärung dessen, was Bedeutung ist und was Semantik ist und semantischer Gehalt ist, ist das unter dem Schlagwort semantischer Externalismus in der Philosophie des Geistes schon seit den 70er Jahren durch Putnam eine mehr und mehr prominente These gewesen. Die bezog sich aber darauf zu sagen, dass wenn man den Gehalt von Gedanken spezifizieren oder individuieren möchte, es nicht reicht, nur auf die Zustände des Gehirns zu gucken, als Träger gewissermaßen dieses Gehalts, sondern dass Zustände der Welt koindividuierend oder kofixierend sind. Die Extended Cognition These geht nun insofern nochmal darüber hinaus, indem sie behauptet, auch die Träger, also die Vehikel des Denkens, können vergrößert, diese Menge können vergrößert sein. Es sind nicht nur Hirnzustände, mit denen wir denken, sondern zum Teil sind es, wir inkorporieren gewissermaßen Zustände des Körpers oder der Umgebung und auf diese Weise wird gewissermaßen das kognitive Vehikel größer, extended. Also neben Reduktionismus, Extended Cognition und Externalismus sind so wissenschaftstheoretische Fragen der Modellbildung und der Art und Weise, wie man in den kognitiven Neurowissenschaften erklärt. Da gibt es die von vielen geteilte Ansicht, dass das Modell der mechanistischen Erklärung gewissermaßen das Allheilmittel ist. Maschinenartige Modelle oder Uhrwerke könnten Beispiele für Mechanismen sein, aber auch die Zelle in ihrem Gefüge und Zusammenwirken und organisierten Ganzen oder das Herz. Wer erklären möchte, wie das Herz seine Pumpleistung hervorbringt, der sagt, wie die einzelnen Teile des Herzens, die verschiedenen Kammern, miteinander zusammenwirken, also einer Teile, die ihrerseits Wirkungen ausüben aufeinander, Operationen, und die in einem organisierten System dies tun. Und dann ein Phänomen hervorbringen, nämlich in dem Falle das Phänomen Blutzupommen. Mechanisten in der Wissenschaftstheorie, der Lebenswissenschaften insgesamt, glauben, dass diese Art von Erklärungstyp der prädominante Erklärungstyp ist in den Lebenswissenschaften. Ich glaube, dass das nicht richtig ist und ich glaube, dass mechanistische Erklärungen einen Teil leisten, dass es aber andere Erklärungsarten gibt, zum Beispiel dynamizistische oder komputationale Erklärungsarten, die auch wichtig sind für die Modellbildung in den Neurowissenschaften, gerade für die Theorie und Modellbildung, und die ein bisschen eine andere Erklärungsleistung beinhalten, nämlich generalistischer sind, als das, was der Mechanist macht, der gewissermaßen das kausale, eine Art kausale Tiefbohrung für ein einzelnes Phänomen fordert,
gehen dynamische oder komputationale Erklärungen oft so vor, dass sie die Gemeinsamkeit vieler Phänomene herausgreifen und insofern langreichweitige Erklärungen liefern, ähnlich wie Gesetze in der Physik. Und ich glaube, dass beides in den Neurowissenschaften eine Rolle spielt. Und dass es auch Not tut, beides zu haben, um in den Neurowissenschaften auf Dauer mehr zu haben als nur so ein Patchwork oder Mosaik von einzelnen Mechanismen. Aber das große Bild ist sozusagen nicht da. Mein Selbstverständnis als Wissenschaftstheoretiker entspringt wahrscheinlich primär der Tatsache, dass ich, wie die meisten Kollegen in der Wissenschaftstheorie, einen Hintergrund in einer Wissenschaft, nämlich in meinem Falle der Physik, habe. Ich habe Physik studiert. Das war bei mir tatsächlich so, dass ich mich als Schüler mit den damals gängigen populären Schriften von Einstein, Heisenberg und Carl Friedrich von Weizsäcker, den man in den 80er Jahren in den Buchhandlungen aller Orten fand, beschäftigt habe. Natürlich nur die Hälfte allenfalls verstanden habe, aber so viel jedenfalls verstanden habe, dass klar war, wenn man sich mit solchen Fragen auseinandersetzen möchte, dann studiert man besser Physik und macht dann als nächstes die Philosophie. Und das habe ich eigentlich dann auch umgesetzt. Glücklicherweise auch so umgesetzt, dass es mir gelungen ist, mich mit Weizsäckers Theorien auseinanderzusetzen und einige Jahre während meiner Doktorarbeit, Mitte der 90er Jahre, mit ihm recht eng zusammenzuarbeiten. Was für mich eine beeindruckende Phase war, in der ich das Privileg hatte, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit kennenzulernen, dessen Ideen nichtsdestotrotz ein bisschen idiosynkratisch sind und singulär sind, von denen ich anfangs begeistert war und gipfelstürmerisch begeistert war, nachträglich sagen würde, das eine oder andere würde ich heute nicht mehr so vertreten. Nichtsdestotrotz war der Gesamteinfluss sehr groß. Und mehr hat sich dann professionell herausgebildet, mich interessiert nicht nur die Physik als Wissenschaft, sondern mich interessiert allgemein, was ist Wissenschaft, was macht sie aus, welche Methoden kennzeichnen sie, was hat sie für eine Bedeutung für die Gesellschaft. Zunächst sieht das aus wie ein weiterer Weg, ist sicherlich auch ein weiter Weg von der Philosophie der Physik zur Philosophie des Geistes. In meinem Falle war es aber so, dass ich tatsächlich schon am Ende des Physikstudiums in die Hirnforschung hineingekommen bin. Der Hintergrund war, ich habe meine Diplomarbeit als Physiker an einem Institut für Neuroinformatik geschrieben, hatte dann aber den Eindruck, ich soll doch das machen, was ich ursprünglich machen wollte, mich nämlich wieder mit Grundlagen der Physik beschäftigen. Bin also dahin zurückgekehrt, hatte diesen Kontakt mit Weizsäcker. Jetzt greife ich die Philosophie des Geistes und Grundlagen der Neurowissenschaften, auch komputationalen Neurowissenschaften, professionell auf. Ich denke, es täte der Philosophie des Geistes ganz gut, wenn es mehr Fachleute in dem Bereich gäbe, die auch einen Hintergrund in einer Naturwissenschaft haben oder eben auch Informatik oder Computational Neuroscience. Mir jedenfalls hat es sehr gut getan und tut es weiterhin gut. Es kommt mir so vor, dass man die westliche Philosophiegeschichte tatsächlich über die letzten 2.500 Jahre so angucken kann, dass es dort große Paradigmen gab, die dann aber, die auch eine ganze Zeit lang vorgeherrscht haben und die witzigerweise immer, man möchte fast sagen, exponentiell kleiner werden. Etwa aus der Zeit der Vorsokratik bis ins Mittelalter hinein war in der Philosophie das ontologische Paradigma dominant. Hauptsächlich waren die Fragestellungen und Frageinteressen der Autoren ontologisch geprägt. Der Einstieg in die Neuzeit ist dadurch charakterisiert, dass das Subjekt sich selber als wichtig erkennt und damit die Frage, ja, wenn ich etwas über die Welt herausfinden möchte, dann könnte es aber auch wichtig sein und interessant sein, wie wechselwirkt das Subjekt mit der Welt. Das heißt, ich kann mir nicht nur die Objektseite angucken, sondern ich muss mir auch die Bedingungen auf der Subjektseite angucken. Und dann kommt Erkenntnistheorie auf und ins Spiel und prägt im Grunde die neuzeitliche Philosophie über mehrere Jahrhunderte.
Und Ende des 19. Jahrhunderts gibt es einen neuen Turn, den Linguistik-Turn, und wir stoßen die Tür in die Sprachphilosophie auf. Also die Philosophie entdeckt, dass das Werkzeug, dessen sie sich immer bedient, die Sprache, ihrerseits auch wieder vielleicht Probleme in sich birgt. Und jetzt im 21. Jahrhundert kann man nicht mehr sagen, dass wir unter irgendeinem Paradigma stehen. Also die Halbwertszeiten dieser Paradigmen werden deutlich kürzer und wir befinden uns in einer Phase der Spezialisierung und der Ausdifferenzierung des Faches, sowohl der theoretischen als wahrscheinlich auch der praktischen Philosophie. Und es gibt viele Themen, die spannend sind. Ein Gebiet innerhalb der theoretischen Philosophie, das mich immer ein besonders fasziniert hat, ist beispielsweise Philosophie der Mathematik. Ich muss aber sagen, dass ich potenziell nahezu alle Fragen in der theoretischen Philosophie für interessant halte, auch wenn man nicht über alle arbeiten kann. Und das liegt ein bisschen daran, dass mindestens die theoretische Philosophie mir jedenfalls ein Gefühl gibt, dass dort die Fragen dann doch miteinander zusammenhängen. Erkenntnistheorie, Ontologie, Sprachphilosophie, Wissenschaftstheorie, Philosophie des Geistes haben häufig dann, auch wenn auf den ersten Blick Fragen weit entfernt scheinen, findet man doch zueinander. Und es ist ein bisschen auch der Versuch, da eine größere Struktur reinzubringen, ein bisschen eine größere Ordnung hineinzubringen. Diesen Drang habe ich sicherlich. Und ich finde da auch zunehmend, je älter ich werde, umso mehr Orientierung und Trittfestigkeit. In einem Gebiet, in dem ich mich gar nicht auskenne, nämlich wie in der praktischen Philosophie, komme ich mir sehr orientierungslos vor. Ich habe auch wenig Intuitionen, wie ich dort meinen Weg finden sollte, weshalb ich davon eher die Finger lasse. Ich fühle mich intuitiv sehr, sehr gut zu Hause in der theoretischen Philosophie. Von meinem Selbstverständnis her bin ich im Wesentlichen doch Wissenschaftstheoretiker. Deutschland hat eigentlich eine lange Tradition in Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsphilosophie gehabt, aber es hatte keine Gesellschaft, obwohl Nachbarländer wie England oder die USA sowieso schon lange solche Gesellschaften haben. Wir wurden auch häufig angefragt und ich habe mich da stark mitbeteiligt und es ist schön zu sehen, dass das jetzt ein Instrument ist, das wir haben, um diese Teildisziplin nach außen hin besser auszuflaggen, den Nachwuchs dort zu bündeln und vieles andere mehr. Tatsächlich glaube ich momentan, dass eine Thematik besonders heraussticht und uns in Zukunft beschäftigen wird, und das ist künstliche Intelligenz. Man sieht an dem Thema und an dem Beispiel auch, welche Rolle Philosophie häufig spielt. Dass künstliche Intelligenz ein kommendes Thema ist, meiner Ansicht nach, ist nicht etwas, was aus der Philosophie heraus sich ergibt. Und es ergibt sich so, dass wir zunehmend in ein Zeitalter hineinrutschen, wo Digitalisierung, die Macht von Computern, tiefe neuronale Netzwerke als der letzte Hype, die Entwicklung von Machine Learning, unsere Lebensverhältnisse prägen werden, verändern werden, und zwar nachhaltig verändern werden. Da ist Goldgräberstimmung im Moment angesagt für diese Art von Fragestellung und Gebiet. Also die Rolle der Philosophie in der Gesellschaft ist, flapsig gesagt, die Stimme der Vernunft und des scharfen Denkens und der Rationalität zu erheben. Es gibt ein gewisses Vorurteil, das häufig an die Philosophie herangetragen wird, als stünde sie per se in einer Opposition zur Wissenschaft. Das sehe ich gar nicht, dass das so ist. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass wir als Fachphilosophen und als Wissenschaftstheoretiker zumal der Naturwissenschaft oder der Wissenschaft nach dem Mund reden sollen. Weder das eine noch das andere ist richtig, sondern wir sind eine Art Kontrollinstanz, eine Reflexions- und Kontrollinstanz, die nochmal auf die Wissenschaft einen anderen, reflexiven, methodischen, begrifflich scharfen Blick legt. Unsere Lebensverhältnisse sind geprägt von den Errungenschaften der Wissenschaften. Ich meine hier nicht nur die Naturwissenschaften, die natürlich auch, aber auch die Geisteswissenschaften, dass wir nach Gerechtigkeit streben, dass wir die Menschenrechte als Errungenschaft des 20. Jahrhunderts ansehen, ist eine Errungenschaft der geisteswissenschaftlichen Durchdringung der Welt. Auch hier leistet die Philosophie etwas,
in der professionellen Wissenschaftstheorie, was in der Gesellschaft nützlich ist, nämlich etwas zu verstehen, methodisch zu durchdringen, fachlich zu durchdringen, was für unsere modernen Lebensverhältnisse mit am wichtigsten ist. Da, wo die Gesellschaft und die Öffentlichkeit mit diesem Weltbild Schwierigkeiten entwickelt, kann und soll die Philosophie eingreifen, Hilfestellung geben. Das ist klarerweise eine Rolle, die wir haben.